Ach, das ist jetzt hier dieses Holz. Da sind wir wahrscheinlich jetzt ein bisschen unterversorgt mittlerweile. So, da haben wir. Ach, shit. Schade, meine ich natürlich. Du kennst das Spiel. Da passiert das öfter mit dem Schade. So. Gut. Ich komme also jetzt erstmal hier rein. Reiß dann nochmal hier dieses Ding raus. Wir bleiben bei einem schlichten Eichenholzboden. Ich mache das auch nochmal weg. Die Vorstellung, die wir jetzt brauchen, ist, du kommst hier rein und du brauchst auch irgendwo ein Treppchen nach oben. Ein Treppchen, das wird natürlich jetzt kritisch. Wenn man nicht eine Leiter nimmt. Wir werden wohl in diesem Falle mal auf Leiter zurückgreifen müssen. Ist aber auch okay. So, das hier kann auch noch verkleidet werden schon. Zack. Und die Farbe von innen ist so schön. Da muss man gar nicht mehr viel machen. Ich ziehe jetzt erstmal die Decke prophylaktisch ein. Für das kleine Häuselchen. Ich finde das mit der Leiter hier im Kontext mit dem Maritimen auch sehr reizvoll eigentlich. Muss man eine schöne Stelle für die Leiter finden. So. Das wird auch noch ein bisschen hübscher gemacht von unten. Ich würde die Leiter doch glatt hier in die Mitte setzen. Nee, eher so eins versetzt. So ist besser. So, ich weiß jetzt nicht, ob wir noch andere tolle Leitern haben. Das ist die Schlange, die ja so nervt, ne? So, da kommt man mit der Leiter hoch. Es kommt hier vielleicht doch nochmal wieder so eine Trennecke rein. Ich weiß noch nicht, wofür sie gut ist. Aber sie macht direkt was her. Und ansonsten finde ich eigentlich die glatte Decke in dem Kontext hier eigentlich ganz geil. So eine kleine Küchenecke, die echt winzig wäre. Eine kleine Sitzecke mit Aufgang und oben eine Schlafecke. Ich wackel mal nach oben gerade. So, wenn man hier eine Decke reinziehen würde wollen, wie würde man es am günstigsten machen? Ich würde tatsächlich nicht auf dieses Material zugreifen wollen, in dem Kontext auch. Ja, so geht's auch. Das auch, wird auch süß, dann haben wir da keinen Stauraum mehr. Aber das ist auch völlig okay. So ein bisschen schwubbelig und wubbelig. Ist einfach einmal von innen verkleidet. Und dann haben wir hier noch viel, was wir ausfüllen sollten. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wie das Holz heißt. Redwood Slab. Wobei, ja, hier oben ist halt echt noch Raum für Zeug, ne? Also für Stauraum so ein bisschen. Aber nö. Massiv ist immer besser. Da kann nichts spawnen. Dunkel wird es jetzt auch gerade ein bisschen, das weiß ich. Das sehe ich ja durchaus. Aber je massiver es auch ist, desto weniger hat man mit irgendwelchen Schattenbugs zu kämpfen. War da was? Ja. Jetzt haben wir aber gerade einen. Da wollte ich hin auf das Level, genau. Das ist messerscharf herausgearbeitet, liebes Spiel. So. Geh mal da drüben kurz ins Bett. Ich sollte ja nachts schlafen können. Wir müssen uns ja mal um Beleuchtung jetzt kümmern. So. Kleines Häuschen. Mit deiner Hängebrücke. Oh. So. Kleines Häuschen mit der Hängebrücke. Dieses Kruschel ist wahrscheinlich der unten, der da gerne brennen würde. Aber da er im Wasser ist, brennt er nicht. So. Oh, wenn man hier reinkommt und die Sonne da so reinstrahlt, schon schön. So. Jetzt lass uns nochmal schauen. Wir sind hier länger dran, als ich mir es vorgestellt habe, ehrlich gesagt. Aber ich habe mir auch wieder ein bisschen mehr Mühe gegeben, als ich geplant habe. Ich komme halt nicht aus meiner Haut. Nee, ja, das Typ, dieses Vieh. Kann man hier drauf sitzen, im Zweifel? Wir hatten da doch irgendwo eine Küche gesehen, ne? Wo war diese Küche? Diese tolle Küche, weißt du?
Das ist der Geldautomat. Der war es nicht. Es geht jetzt in... Alter, was war da los? Die Nachbarn sind ja nicht aufdringlich hier, ne? So, was war denn das? Da war das. Ofenwall, ja. Da kann man spülen. Kann man dann einen Wasserhahn draufsetzen? Geht das irgendwie so? Ja, kann man. Juhu. Da kann man einen Ofen hinstellen. Danke. Kann man irgendwie... Aber jetzt wahrscheinlich nicht. Und dann tun wir doch dazwischen hier noch das da packen. Nein, das war's nicht. Nicht doof. Das da. So, über die Dings, ne? Haben wir auch Hängeschränke. Da ist eine Dunstabzugshaube, wie ich das richtig sehe. Ach, ist ja süß. Wie hübsch. Ich freue mich total. Haben wir auch noch andere Hängeschränke. Das ist ein Wallkabinett, ne? Das müsste ein Hängeschrank sein. Das ist ein bisschen drückend. Machen wir es. Nur so. Da ist gar kein Erd oben drauf, ne? Das finde ich jetzt befremdlich. Wir machen das hier. Das sieht... Ist ja auch kein Erd oben drauf. Eigentlich brauchst du die Dunstabzugshaube auch nicht. Nur kein Erd oben drauf. Was sei denn, wir haben hier irgendwo ein Herd zum drauflegen. Ach, guck mal hier. Stove. So richtig, ne? Zack. Jetzt passt das. Ja, süß. Sehr süß. Was man jetzt noch braucht zum Glück, ist ein Kühlschrank. Fridge. Ein smaller Fridge reicht dir wahrscheinlich. Ist ja schon groß genug, der smaller Fridge. Ja. Das reicht da völlig. So, eine ganz kleine, süße Knuffelküche. Könnte man da noch ein Schränkchen hinsetzen. Aber das wird schon wieder sehr eng. Und da auch. Ja, vielleicht ist das auch einfach zu viel. Das geht ja schnell, ne? So. Jetzt geht's auch mit dem Fridge besser. Und da ist der Ofen in der Ecke. Ist okay. Huch. Also die Schränke funktionieren tatsächlich. Der Kühlschrank übrigens auch. Kann man so machen. Ist irgendwie witzig. Naja, das ist nicht so witzig, aber wir hatten hier noch ein Top-Kabinett. Ach, das ist das Top-Kabinett. Siehst du, das war mein Fehler. So passt es besser, ne? Oh, das könnte man sogar. Dann hat man hier viel Stauraum, wenn man unterwegs irgendwie hierher kommt und was abladen will. Ablagern, ablegen, Oh, die ist schön. Eine alte Teekanne steht hier. Ne, müsste noch ein bisschen anders stehen irgendwie. Hat ja gut geklappt. Vielen Dank. Nein. So. Nee, das wollte ich auch nicht. So kann das alte Tickenchen stehen. Ich brauche Lampen. Eine Sanduhr wäre natürlich auch nicht schlecht. Wo sollte man die hinstellen, ne? Da steht hier so eine riesen Sanduhr. nicht so gut. Aber ein Besen, natürlich. Das ist nicht so prickelnd. Den Besen, den könnte man eher... hier draußen stehen haben, aber er verbindet sich damit. Da ist der Monk raus, wenn es um sowas geht. Ja, Bier. Toll. Ich will ein Bier. Ein alter Ofen, guck mal. Ein alter Ofen. Oh, wie schön. So, dann brauche ich noch die Sitzmöglichkeiten. Ich möchte aber auch drauf sitzen können, ehrlich gesagt. Wenn ich das nicht kann, will ich es nicht. Haben wir irgendwo Sitzmöglichkeiten? Eingeraumte Sitzlehne.
Sitzlehnen. Also sitzen können wäre schon schön. Ich weiß, es gibt Sachen zum Sitzen. Die müssen wir jetzt nur finden. So. Oh, guck mal, da wären Lampen, aber nicht so die Lampe meiner Wahl. Ich schaue nochmal weiter. Sitzmöglichkeiten. Hier sind ja auch, aber da kann man, glaube ich, nicht drauf sitzen. Ich habe da irgendwas anderes noch gesehen, glaube ich, auch ganz Golffond. Golffond, wirst du? Kniebank. Ach, das war der christliche Zeug. Wiesenschaft. So, aber wir haben das Rad, das Steuerrad auch mal gesehen. Das ist ja auch schon was. Eine Donation Box. Ja, bitte, donatet über Patreon für uns. Vielen Dank. Immer schön fleißig. Das ist natürlich ein Scherz. Das kann jeder halten, wie er lustig ist. Die eine Wolle, die andere Wolle nicht. Und alles ist okay so. Kann man da drauf sitzen? Guck mal, ich teste den erstmal. Also, ich stelle mir den hin. Ja, ich kann drauf sitzen. Das ist ein Traum. Okay, dann machen wir das doch so. Wir haben da diese Dinger. Und da muss es doch auch sowas wie eine Ecke geben. Also, das heißt, erstmal hier in die Ecke. Guck das hier, das könnte schön warm werden da. So, dann brauche ich ein Mittelstück. Es ist unbestritten, wir brauchen ein Mittelstück. Und nochmal eine Ecke. There's something in the way. Ja, ja, so nicht. So. Und dann nochmal ein Mittelstück und dann nochmal ein. Ja, dann nehmen wir aber jetzt hier die. Raus hingerutscht. Dann nehmen wir jetzt dieses zum Abslüsen. So. Kann man sich hinsetzen. Ist das nicht schön? So. Das ist wunderschön. Da gibt es halt nur flachen Tische. Ist ja auch okay. Guck mal, das ist ein kleiner Tisch. Genau sowas dachte ich. Is there something in the way? Immer what in the way? Ach, guck mal, der ist klein. Und fein. Vielleicht ein bisschen zu klein. Ein länglicher wär mir lieber gewesen. Venus, Fliegenfalle. Ja, Cornelia ist da. Hallo, Cornelia. Wo kann ich nicht? Dann muss, tut mir leid, da muss Cornelia ein. Hallo, Cornelia. Wie geht's dir? Cool. Luzi! Cornelia! Okay. Oh, guck mal da. Dann, was haben wir da draußen hängen? Da haben wir so ein sanftes Rosa. Da würden wir uns doch eher treu bleiben wollen. Mit unserem. Na gut, ist wohl Luzi. Oh, verdammt. Das verbindet sich auch mit allem und jenen hier, das Zeug. Das ist ja fürchterlich. Das wird dann so hässlich. Ich fühle mich betrogen. Ein wenig. Warte mal, muss ich mir was anderes einfallen lassen, glaube ich. Weil das hätte schon, fände ich schon cool so. Aber mit dem da dran gehen finde ich halt gar nicht cool. Und da müssen wir also anders es lösen. Ich habe eine Idee. I have a idea. My dear, I have a idea. So, das hätte ich gern. Dann machen wir jetzt mal hier. So. Ach nee, machen wir so. Da fällt man zwar leicht raus, aber das macht ja nichts. Das hat so ein bisschen so einen kleinen Burgcharakter. So. Ist süß. Kann man machen. Warte mal kurz. Ich muss das hier nochmal umbauen. Oh, Bett. Ach, die Schlange. Der ist noch 1000 Jahre lang. Wunderbar.
So. Ich hatte da noch mehr Gedanken zu mir gemacht. Aber ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich werde suchen. Das gehört dazu zum Suchen. Da irgendwo nein. Da irgendwo nein. Da irgendwo nein. Da. Ah, guck mal hier. Was haben wir denn da für Deckenlampen gegebenenfalls? Ich nehme mal den da. Wir haben ja immer noch kein Licht. Die Frage ist halt, ob es auch brennt. Something in the way. Boah. Ding ist riesig. Nein. Das geht. Das kann man keinem anbieten. Da ist wirklich something in the way. Das lässt sich nicht bestreiten. Deckenlampen brauche ich trotzdem. Das ändert ja nichts. Oder irgendeine Lampe. Stehlampe ging ja auch. Eine ganz schöne Stehlampe. Guck mal hier, eine Floorlampe. Und dann nehmen wir doch hier. Passende Mäusle. Da, das weiß, das ist gut. Ja, nee, ich glaube, wir bleiben dann weiß treu. Stellen wir die Stehlampe nochmal da ein. Kann man die anschalten? Ja, das ist gut. Ah, vielleicht. Der Ofen ist, glaube ich, vielleicht. Da ist der Wunsch stärker als die Vernunft, ne? Der Ofen ist vielleicht. Der Ofen ist so geil.